Hallo Meister. Na, seid gegrüßt. Ich hoffe, Sie haben gut genächtigt. Leider hat sich der Prinz in meine Gemächer geschlichen und mir vors Bett geschissen. Frech, oder? Ganz schön. Wo würden Sie sich aufhalten, wenn Sie ein alter Mann wären? Wenn ich ein alter Mann wäre, würde ich wahrscheinlich in den Puff gehen. Ja, natürlich, immer. In ein Frauenhaus? Ja, aber ich glaube, sowas besitzt Rustalot noch nicht. Ich glaube, das wäre die Aufgabe des Bürgermeisters. Ja, da sehe ich ihn. Seid gegrüßt. Ja. Hallo. Auch auf dem Weg zum Schloss? Wundervollen Tag. Ja, wir sind auch auf dem Weg. Nein? Ja, da sind wir doch, ja. Nein, ja? Ich verstehe, ja. Das bleibt ein Geheimnis. Ja, wir gehen nicht zum Schloss, nein. Habt ihr denn mittlerweile bei uns genächtigt? Nicht mehr nötig, weil ich jetzt in dem Haus vom Alchemisten wohne, von meinem Meister. Mein Meister schläft, glaube ich, auch bei Ihnen, oder? Nein, ich möchte da nicht drauf eingehen. Ich wurde nämlich im Kerker sehr stark gewürgt von einer Person. Oh. Es gibt nur eine Person, die würgen mag, und das ist meine Ehefrau, aber wie kommt ihr auf? Ja, ja. Was? Erklärt euch. Ich habe ihre Frau heulend vor der Tür gesehen und habe ihr meine Schulter angeboten, um auszuweinen. Das Ganze ist in ihren Gemächern gelandet. Habt ihr meiner Frau Schulter oder Glied angeboten? Ich habe mein Schulterglied ihr angeboten. Es gibt kein Schulterglied. Versucht euch nicht daraus zu sprechen. Es gibt zwei konkrete Antworten. Wisst ihr was? Ich werde mir jetzt demnächst mal einen Orangensaft pressen lassen. Und dann werde ich jedem unterstellen, dass das magische Heiltrank aller Verletzungen wäre. Denn ich glaube, genau so sieht eure Qualifikation aus. Bitte hört doch auf zu streiten. Das bringt doch zu nichts. Lassen wir doch eure Assistentin entscheiden. Wobei ich nicht weiß, ob sie auch wirklich dies objektiv beurteilen kann. Aber ich glaube, sie hat genug Intelligenz und genug Moral, um jetzt uns etwas aufzuklären. Ihre Frau hat ganz sicherlich einen Trank nur genommen. Ich glaube nicht, dass sie das aus freien Stücken getan hat, was sie natürlich nicht getan hat. Ihre Frau würde sie doch niemals betrügen. Und die Gemächer ihrer Gattin kann man von hier aus hinter dem Baum ersperren. Bitte was? Woher wisst ihr das? Dann wäre meine Priorität jetzt zu erfahren, was ihr von meinen Töchtern wollt. Hallo Prinzessin. Ihr wollt den König stürzen? Was? Ich will gar nichts, mir wird dies vorgeworfen. Oh, Alchemist. Aber der Alchemist möchte... Ja, bitte? Ich bin auf eurer Seite, erzählt mir davon. Was? Ja, Herr Astibald. Klären Sie ihn von Ihren Plänen auf. Nun, wie ich bereits gesagt habe, kann ich nichts von Plänen wissen, wenn ich meine Nächte und Tage bei der Prinzessin verbracht habe, um ihren, Bitten nachzugehen. Aber wenn der König gestürzt ist, was ist da mit Prinz William? Wird er dann nicht der nächste Thronfolger? Prinz William ist ein Bastard und er muss sterben. Setzt euch doch bitte. Sehr gern. Kinder, Frau, einer zu Hause. Ich werde hinter diesem Bücherregal mal nachschauen. Welche auf keinen Fall ein Geheimgang zu einem Kellergewölbe. Das ist kein Geheimgang zum Kellergewölbe. Ah, kein Geheimgang, sehr gut. Eine Sekunde. Es klopft dann gerade an der Tür. Herr Bürgermeister? Oh hallo, Herr Weberlächling. Ich grüße Sie. Sie freundlichste aller Freundlichen von Flatterberg. Lass ihn nicht rein! Haben Sie eine Minute? Vertrauen Sie ihm kein Wort! Wo ist denn hier die Küche? Ich weiß es nicht, aber wir könnten mal den Geheimgang nutzen, um zum Kellergewölbe zu gehen. Stimmt. Ich dich schmiere und Sie gehen rein. Okay. Nein, ich. Sie können sich besser dort drin verstecken, irgendwo hinter Sachen. Ich mach hier zu, ja. Kann ich die nicht öffnen? Okay, da ist nichts drin. In der Kiste war nichts drin und, da drin liegt, glaube ich, nur... Ich weiß nicht, ob es seine Tochter oder Frau ist, die sehen sich beide irgendwie ziemlich ähnlich. Aber ich habe die Kerzen ausgeblasen. Jetzt ist sie bestimmt kalt. Oh, hallo. Wie war das Gespräch? Ihr bleibt hier sitzen, alle beide. Ich habe schlechte Gäste bei mir. Ihr bleibt hier sitzen. Sie meinen, die Person hinter der komischen... Zwingt mich nicht! Ist in Ordnung, alles gut. Ja, beruhigen Sie sich. Sie können das Messer wegstecken. Fische, bleibt hier sitzen. Ich bin gleich wieder da. Ich suche nach diesen komischen blauen Kristallen. Ja, da drinnen sind die nicht. Oh Gott. Da waren wir schon. Was? Sollten wir gehen? Ich denke nicht, dass er sie findet, also... Gesperrt. Schnell hinsetzen. Oh mein Gott. Stehen bleiben! Ich habe jetzt das Messer. Oh, Sie haben ein Schwert, ne? Ja. Habe ich wirklich. Ihre Frau. Lauft.
Habt ihr den Kartoffelbauer gesehen? Er wird verdächtig des Mordes. Hallo? Der Kartoffelbauer? Einer nein! Legt das grad grad Jacob, Jacob! Der ist ja auf dem Friedhof! Auf dem Friedhof war der! Okay, super, danke! Kommt zum Router! Ich bin's! Friends! Willy! So, lass uns zum Turnier! Wo geht's längs? Könnten wir uns vielleicht ein Pferd nehmen? Das wäre Diebstahl. Aber wir machen das doch alles nur für den Frieden. Wir würden diese ja auch zurückbringen, oder? Es wäre ja nicht gestohlen, wenn wir es zurückbringen. Okay, ich die schmiere, sie satteln auf. Seid ihr hier, um Pferde zu stehlen? Nein, wir gucken, wir wollen nein, wir mal nicht ein bisschen Probe sitzen. Sowas kauft man ja nicht einfach so, das ist ja eine Wertanlage. Ja, das sieht prächtig aus. Es ist so schwarz wie meine Seele. Ich höre Schritte. Ja, und die Schnecken schon wieder. Ach, Herr Jemini. Wir sind die Stallburschen. Wir können Ihr Pferd gerne annehmen und es einpacken. Ja, ja. Ein Taler. Für Ihre Mühen. Danke. Ich werde mich gut um Ihr Pferd kümmern. Und Hede schönartig sein. Hör auf die Dame und den Herrn. Bis später. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Ja, ich kann nicht sehen. Ich sehe nur ihr Nacken. Meinen Sie, wir werden für diese Aktion geköpft? Für das Diebstählen des Pferdes? Und die Sache mit der Insel? Naja, noch haben wir nichts getan, also... Ja, wir haben sie uns nur angeschaut. So sei es, ja. Boah, geil. Anscheinend... Kommen wir vielleicht durch den Anker nach oben? Aber wenn wir dort abrutschen, sind wir tot. Dann mache ich den ersten Schritt. Wenn ich abnibbel, dann... ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Nö. Ja, jetzt Wir hatten noch nicht die Ehre. Wie ist euer Name, Gnädigster? Mein Name ist Lorelia. Und ich bin die Auszubildende des Alchemisten. Lorelia. John, und ihr seid der Alchemist. So ist es. Zwei weitere, die um ihre Köpfe fürchten. Erklärt es meiner Tochter. Oh, entschuldigte, meine Tochter Tanja. Tirana. Zorngiebel Husky. Diese. Sie hatten schon Tirana. Kontakt mit einer Freundin von mir, Leona. Elona. Weiß ich das? Oh, ist das die Tochter vom Bürgermeister? Von den Flatterbergs, genau. Ja, der Bürgermeister möchte den König stürzen. Nachvollziehbar. Mit der Tochter zusammen. Mit seiner Tochter oder der des Königs? Nun seid versichert, wenn euch die Familie des Königs, und damit meine ich diese wahnsinnigen Usurpatoren mit ihrem Bastardsohn, wenn sie euch verbannt oder mit dem Tode droht, findet ihr in den Reihen der Zorngiebel Hasslingers eine Familie, die Verzweifelte aufnimmt. Ausgezeichnet. Hast du dir das gemerkt, Aurelia? Nein. Oh! Das passiert ab und zu. Schwächeanfall durch Nekromantie. Ich glaube, sie ist Ich verstehe. Wo ist denn jetzt die Zofe? Lass nicht ausrutschen, Vorsicht! Oh. Aurelia, was ist los? Ich weiß nicht, wo ich bin! Hilfe! So, mach doch die Tür auf! Was? Bist du da oben? Was zum... Sind wir hier jetzt gefangen? Hilfe! War der König? Da gehe ich lieber nicht hin. Ich glaube, ich versteck mich mal gerade irgendwo in einem Klo. Und gehe dann auch in mir da auf dem Klo. Nachher ist mein Meister auch dort. Die Tränke brennen ein wenig. Aber wenn es brennt, heißt es, dass sie wirken. Es brennt! Ja, es brennt! Es brennt! Wer schreit hier? Wer schreit hier? Es brennt! Warum ist er komplett nackt? Ich wollte nur eben noch meinen Bruder Rangerius wegen versuchtem Mord an mir und meiner Ehefrau formell aus dem Hause Weberlichingen verstoßen. Rangerius, du bist nicht mehr mein Bruder. Das ist die Nacht. Ich misch mich nicht ein. Was ist denn mit der Prinzessin passiert? Nein, warum hat die Rote gar nichts? Es ist ein Fluch. Oh Gott. Ein Fluch? Nein!
Es ist weh! Hexerei! Wer mit rothaarigen schläft, ist soll selbst mal rote Haare bekommen, heißt es immer. Hexe! Ist ihr hässlicher Sohn schon wach? Ich weiß nichts von einem hässlichen Sohn. Sie meinen, Herr Goldlocke? Der schönste Mann. Ja, genau. Ich muss euch aber leider enttäuschen, er schläft noch. Das werden wir ändern. Ja, ich meine, immerhin hat er jetzt einen Onkel verloren. Der böse Onkel. Er wollte uns tatsächlich mit einem vergifteten Trank von euch vergiften. Zumindest hat er das behauptet, dass er von euch wäre. Herr Kroll. Aber sowas aber unsere Tränke sind nicht vergiftet, Meister. Und sie haben ihn aus ihrem eigenen Hause geschmissen. Also denke ich mal nicht, dass wir ihm Glauben schenken können. Also alles Hörensagen. Hörensagen. Alles aus seinem Mund. Vermutlich. Ich habe gesagt, ich würde alle umbringen. Ja. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, weil der Dämon aus dir gesprochen hat. Wollte mich auch beklauen. 100 Goldmünzen wollte er klauen von mir. Mein Sohn. Was? Ich habe euch einen Löffel verkauft. Er wollte eure Hose. Eine Hose wollen sie haben. Was ist hier los? Und ich habe einen Trank. Da tut doch was. Fangen Sie uns in die Heilige wieder auf. Da hinten drum rum. Wo wir schon beim Brennen werden. Guten Tag. Herr König, wir sind zu Ihnen gekommen, weil... Alarm! Alarm! Hoheitlichkeit! Auf gar keinen Fall wurden die Steine, die nicht unter eurem Kopfkissen waren, gestohlen. Ach du Schreck. Aber das sind wahrlich wichtige Zeitpunkt. Mein Sohn, er vergriffelte sich an meinem Throne. Wir haben Informationen über den Stein, die Steine. Und wir würden unsere Steine, wir haben auch Steine. Allerdings nicht die, so, wir haben eigene Steine. Nicht die, die hier entwendet worden sind. Weil wir sind ja eben auch erst zur Türe hereingekommen. Aha, zeigt mir hier eine Steine. Die haben wir nicht dabei. Transportieren? Ganz genau. Ja, ja, meine Ereignisse überschlagen sich. Moment. Steine zu besitzen. Und also, mein Stein wurde geklaut. Jener, welcher sich nicht unter meinem Kopfkissen befand. Eure Majestät, wie mir scheint, hat die Prinzessin aktuell meine Steine und eventuell auch die euren. Mein Anliegen. Die Prinzessin ausfindig zu machen und ihre Pläne mit den unseren zu vereinen. Regel Nummer 253, in der Alchemie, gebe niemals auf und glaube an dem, was du brauchst. Ich bin mir nicht sicher, ob er genauso empfindet wie ich. Derjenige, in den ich verliebt bin, das ist, es ist Prinz Willi. In meinen besten Freund? Ja, und ich glaube, jetzt, wo er der Königssohn ist, wird er nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ich könnte da den Vogelmann spielen. Ich nenne es einfach Wingman, ja? Hab ich erfunden, das Wort. Aber wenn ich Willi heirate, heißt das, ich werde Königin? Ja. Aber nur, wenn ich auch ein Zimmer in den Inneren des Burges behausen darf. Sie könnten dann den Platz von Rasputin einnehmen.